wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Du bist besser. Good. So, meine Freunde, DD ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Und im Hintergrund seht ihr ein Nuklear, würde ich auf jeden Fall sagen, richtig geil, der spielt. Ist auf jeden Fall ein bisschen lang, 6 Minuten, aber es geht auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall richtig geil anzuschauen, finde ich auf jeden Fall. Auf einer 17er Streak, glaube ich, gestorben und danach ging es erstmal wieder richtig rund. Und auf jeden Fall Orbi EMP immer on, wie es sein muss. Auf jeden Fall geht es in diesem Video nicht irgendwie um ein witziges Thema oder sonst was, sondern wie ihr wahrscheinlich irgendwie im Titel oder so seht, ist das so eine Art Ende, Pause für mich von YouTube. Nämlich, es liegt ein kleines bisschen an YouTube selbst, aber es liegt auch an mir. Ganz einfach, fange ich erstmal mit dem YouTube-Ding an, nämlich... Wenn ich zum Beispiel, wir haben 1200 Abonnenten, ein bisschen mehr als 1200 Abonnenten. Natürlich weiß ich, dass der größte Teil FIFA-Fans sind. Respektiere ich, habe ich Verständnis für, alles klar. Natürlich liegt es auch daran, dass meine Leute, die COD-Leute nicht so viel FIFA gucken, ganz aus dem einfachen Grund, weil ich inaktiv bin. Es dauert immer, ich habe immer große Pausen dazwischen, bis ich mal ein Video raushau. Ob es daran liegt, weil ich keine Themen finde, ob ich keine Lust habe, es gibt genug Gründe dafür. Aber das Geile ist, nehmen wir mal das Visca Barca gibt euch die Chance Video. Ist klar, dass da viele Leute auf dieses Video kommen, sind über 1000 Aufrufe gewesen, weil natürlich bei so einer Aktion guckt immer die Konkurrenz mal, ich guck mal, was macht denn der andere, gleich mal abchecken, ist klar. Auf jeden Fall. Haben dann natürlich auch andere Leute, die das selber gemacht haben, auch einfach kommentiert. Richtig geil. Gibt dir, ich hoffe, er gibt dir irgendwie die Chance. Und dann war eigentlich alles hammer fresh. Auf jeden Fall. Ist es aber so, dass wenn das mal mit der Community auch so wäre, ja, Freunde, wenn das auch mal so richtig fresh wäre, sag ich mal, dass jedes Video so positiv aufgegriffen werden. Ihr müsst es so sehen. Ich habe letztens ein Video rausgehauen. Ich glaube, das war meine Top 5 YouTuber. Hab ja nicht rumgehatet. Ich habe nur Gutes von denen erzählt. Bekommen dafür ein bisschen 150 Aufrufe, glaube ich, sind's. Und 10 Likes, 0 Dislikes und ich glaube, 1 oder 2 Kommentare. Pass auf. Von 1200 Abonnenten gucken mir höchstens 200 Leute zu. Ist nicht schlecht, aber bei der Masse finde ich das schon ein bisschen scheiße. Habe ich selber Schuld bei, trotzdem. Kommt es noch dazu mit den Likes. Wisst ihr, Freunde, wenn es euch nicht gefällt, disliked einfach. Wenn es euch gefällt, liked einfach. Ich verstehe, wenn ihr irgendwie sagt, aber warum ist es denn so schwer, einfach ein Like oder ein Dislike zu geben? Wenn ihr einfach dieses Video richtig krass disliked, weiß ich, boah, ist das scheiße, ich muss irgendwas verändern, bla bla bla. Wenn er das richtig geil liked, weiß ich, das war, ist ein geiles Video, da kann ich mehr rausbringen, zum Beispiel, wenn es eine Serie ist, sonst was. Positives Feedback, ja? So, wenn jetzt in den Kommentaren auch noch was geschrieben wird, es muss nicht konstruktive Kritik sein, du, das kannst verbessern, das ist geil, das ist scheiße, sonstige Sachen, wo man wirklich mit einer Begründung anfängt, muss gar nicht sein. Es reicht doch einfach, gutes Video, hat Spaß, war geil anzuschauen, so ein Kram einfach. Der motiviert einfach so stark. Stell dir mal vor, ich würde ein Video raushauen, ja, was gar nicht irgendwie Hate ist, sonst was, was einfach die Leute nicht mögen. So, dann habe ich da 50 Dislikes und 10 Likes. Pass auf, ich weiß immer noch nicht, was ich falsch gemacht habe in dem Video. Ich weiß nur, dass es schlechter und ich sowas nicht mehr bringen darf. Aber wenn einfach mal in die Kommentare schreibt, das fand ich so gut, kannst du ändern. Warum nicht? Warum nicht? Und das geht nicht so bei mir so. Nein, bei Sascha ist es genauso. Ich möchte jetzt kurz für ihn reden. Er hat mehr Aufrufe, da mehr FIFA-Abonnenten dabei sind. Aber die einzigen Fragen sind immer so Fragen wie, wie heißt denn dein Intro? Wie, mit was schneidest du, mit was renderst du, ja? Kann Sascha gerne ein Video dazu machen. Problem ist aber, das sind die einzigen Fragen, die sie haben. Es geht nur darum,
wie kann ich einen Kanal machen mit FIFA und was brauche ich dafür? Einfach bei einem fragen, was brauchst denn du, wie machst denn du das? Ach, ich brauche Sony Vegas, ich brauche eine Elgato, okay, was brauche ich noch? Schnapp ich mir einfach mal das E-Tro-Lied von denen, warum nicht? Hat auch schon 2 Leute gemacht, richtig geile Leute, 40 Abonnenten haben die und einfach mal das E-Tro-Lied geklaut, weil sie vorher gefragt haben, richtig geil. Ach, nee, das sind so Aktionen, was soll, nee, und es ist einfach so geil. Ich möchte einfach, dass aktiv geschrieben wird oder so ein Kram. Ich möchte einfach aktives Feedback. Ja, das wird mich einfach so krass pushen und ich sag einfach einmal so. Passt da auf, Freunde. Wenn ihr könnt das, wenn ich euch, wenn ihr, ich fang nochmal neu an. Wenn ich euch gefalle, wenn ihr meine Videos feiert und. Ja, like dieses Video zu Tode. Wenn ihr sagt, ach, wichs mir doch ein, verpiss dich, ich brauch so einen Typen nicht, ich guck diesen Kanal so nur wegen FIFA, sonst was. Wisst ihr was? Dislikes. Wirklich, lasst nicht irgendwie, geht einfach und macht ein neues Video an, wisst ihr? Schließt euren Browser. Nein, wenn ich scheiße bin, ja, Freunde, wenn ich, wenn das Video scheiße ist, sonst was, Dislikes. Wenn ihr nur für FIFA da seid, Dislikes. Wirklich Dislikes. Wenn ihr mich feiert, Likes bitte. Ja, Freunde. Dann kriegt, wenn ihr sogar das verscheißt, ja, wenn ihr da, nutzt die Chance einfach, für euch sozusagen irgendwie, das wäre einfach eine Bitte. Ich habe sowieso, das ist jetzt nicht einfach nur wegen YouTube und dieser Geschichte, nein, ich habe auch unglaublich viele Real-Life-Dinge noch zu erledigen. Und ja, ich stehe stark unter Stress. Und da ist das geile Nuklear gerissen worden. Auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass ihr einfach, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ihr diese kleine Pause einlegt, dass ihr wirklich die einfach das Like, bla bla bla. Warum nicht, Freunde? Wirklich, warum nicht? Macht's doch weiter einfach. Ich würde sagen, liked, disliked, wie auch immer, wie ich es euch gesagt habe. Und wir sehen uns vielleicht in 1-2 Monaten, 1-2 Wochen, wie auch immer. Vielleicht, wenn Advanced Warfare rauskommt, wenn auch nicht. Ich würde einfach mal sagen, liked es, disliked. Schreibt vielleicht mal konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal und ciao. Sie laufen durch Maps, durchforsten jeden Gang. Die letzte Kugel der SKH durch den Kopf eines Gegners durchgebrannt. Granate zünden, Gegner hüpfen zur Deckung, um zu entwischen. Kimme und Korn schon längst drauf gerichtet. Victory on the mission, du triffst sie nicht alleine, weil der nächste dir schon das Messer in die Kehle rammt. Ein Raum steht bevor, Blendgranate rein gesprayt, bis der Raum voller Leichen scheint. Egal wo ihr euch versteckt, der Schein drückt der Obi am Himmel, der eure Standpunkte rausfindet. Falls ihr dann nicht genug gedemütigt seid, macht euch auf Bombengeschwader per Swarm bereit. Selbst mit euren Camperscopes können sie euch erwischen. Schalldämpfer anlegen und in die Hölle blicken. Victory per Endcard in das Game gerufen. Der Rest weint schon, weil ihre KD6 Gaha angelegt, alles down und es geht in den Spawn, um den Sieg erstmal hervorzusehen. Kugel per Kugel fallen die Gegner. Victory massakrieren ihre Kontrahenten. Gaha angelegt, alles down und es geht in den Spawn, um den Sieg erstmal hervorzusehen. Kugel per Kugel fallen die Gegner, Victory massakrieren ihre Kontrahenten.